Die Ausgangslage war einfach sehr schwierig für die Urbevölkerung in Namibia, weil sie waren unterworfen von einem Staat, der sich zum Ziel gemacht hatte, Namibia auch zu einer Siedlerkolonie zu machen. Das heißt, deutsche Siedler wurden auch ins Land geholt. Die Herero und Nama haben sehr viel Land an sie verloren. Sie haben auch Land an Händler verloren. Und sie standen eigentlich vor dem Aus, wirtschaftlich vor dem Aus. Sie hatten eigentlich kaum mehr eine Perspektive, in diesem Land zu überleben. Die Herero und Nama haben sich dann in einem Aufstand aufgelehnt, haben Rechte eingefordert. Dieser Aufstand forderte mehrere hundert Menschenleben von deutschen Siedlern, zum Teil auch von Soldaten. Aber es war eigentlich, verlief relativ unblutig lange Zeit bis zu seiner Niederschlagung. Und die Niederschlagung mündete dann vor allen Dingen in die Schlacht von Waterberg ein. Das war sozusagen der Endpunkt. Da hat man dann systematisch von Seiten der deutschen Truppen Herero und Nama in die Wüste reingetrieben, hat ihnen auch keinen Ausweg aus dieser Wüste herausgelassen. Und da sind dann tausende Herero und Nama gestorben. Die, die es überlebt haben, hat man mitgenommen, hat man in Art Konzentrationslager gefercht und dort lange festgehalten. Andere wurden einfach so niedergemetzelt, sowohl Frauen wie Kinder wie Männer. Das war also wirklich ein großes Morden und danach ging der Streit los, wie ist das einzuordnen? Und heute gehen die meisten Historikerinnen und Historiker davon aus, das ist ein Völkermord gewesen. Lange blieb dieser Völkermord sozusagen auch im Schatten der vielen anderen massiven Menschenrechtsverletzungen, des Genozids an den Armeniern und anderer Genozide, die später kamen. Von afrikanischer Seite und vor allen Dingen von namibischer Seite hat man das nie aus verstanden und hat immer gesagt, ja, aber Völkermord ist doch Völkermord und das muss doch überall gleichermaßen dann auch bestraft werden und kritisiert werden, ob das jetzt in Afrika stattfindet oder im Nahen Osten, das spielt doch keine Rolle. Aber trotzdem, bis heute spürt man, dass da eine große Zurückhaltung ist, diesen Genozid eben auch als Völkermord offiziell anzuerkennen. Zurückhaltung vor allen Dingen, weil man fürchtet, dass man dann sozusagen auch zum Schritt B gezwungen wird, nämlich wenn man sich entschuldigt, dann eben auch die Konsequenz zu ziehen und die Betroffenen und ihre Angehörigen zu entschädigen. Und um diese Schadensersatzfrage ringt man jetzt schon seit Jahren zwischen Deutschland und Namibia. Zur Definition des Völkermordes nach den Vereinten Nationen ist ja auch die Absicht, muss es auch eine Absichtserklärung oder eine geäußerte Absicht geben. Gibt es da Stellungnahmen seitens Repräsentanten des Deutschen Reiches von damals, die darauf hindeuten? Es gibt auf jeden Fall solche Stellungnahmen, vor allen Dingen von dem leitenden Offizier dieser Schutztruppe, Ontrotta. Er hat sich sehr deutlich geäußert, er hat davon gesprochen, dass er Ströme von Blut und von Menschenleben dort auslösen möchte bei der Niederschlagung dieser Revolte. Er hat sich sehr rassistisch mehrfach geäußert, auch schriftlich geäußert. Er war schwer gezeichnet von seinem Einsatz im Boxeraufstand in China. Auch da waren seine Leute schon recht brutal vorgegangen. Und er kam dann nach Afrika und hat immer wieder gesagt, ich kenne Afrika, ich kenne die Afrikaner, ich weiß um ihre Verschlagenheit, ich weiß darum, wie ich sie bekämpfen muss und dass ich hier keine Gnade zeigen darf, sondern eben mit aller Härte vorgehen muss. Und stand damit dann in Kontrast eigentlich zum deutschen Gouverneur, der zur damaligen Zeit in Namibia war, der eben diese Vernichtungsstrategie ganz deutlich abgelehnt hat und gesagt hat, nein, man muss Milde zeigen, man muss die Situation dieser Leute berücksichtigen. Aber letztlich hat sich von Trotta durchgesetzt mit seiner Strategie und hat wirklich einen Vernichtungsfeldzug gegen Herero und Nama geführt. Wobei man heute vor allen Dingen im Kopf hat, den Völkermord an den Herero, aber dass dabei eben auch die Hälfte des Nama-Volkes, gut 10.000 Menschen, vernichtet wurden, das geht meist unter. Es hat bis jetzt noch keine Stellungnahme zum Beispiel des Bundestages gegeben, keine Resolution, wie jetzt im Vergleich zu dem zur Resolution bezüglich Armenien, des Völkermordes an den Armeniern, was die Herero und Nama angeht. Es hat also nie an Initiativen im Bundestag gefehlt. Es hat viele
Schritte da gegeben. Immer wieder haben die Oppositionsparteien entsprechende Anträge auf eine Entschuldigung, auf Schadensersatz etc. gestellt. Auch wir als Gesellschaft für bedrohte Völker haben im Jahr 2003, 2004 da eine umfassende Initiative ergriffen und wurden dann aber ganz deutlich von den Mehrheitsfraktionen im Bundestag auch zurückgewiesen. Nur wenige Abgeordnete haben diese Initiative mitgetragen. Damals haben wir gesagt, 100 Jahre nach dem Völkermord muss es doch eine offizielle Entschuldigung von Deutschland geben. Aber wir konnten uns damals nicht durchsetzen. Jetzt kommt das Thema wieder neu auf. Im Prinzip ist es aber die alte Auseinandersetzung. Es geht immer wieder ums Geld. Man will diesen Schadensersatz nicht zahlen und dabei haben dann unterschiedliche Regierungen und Regierungsparteien eigentlich immer wieder gleich reagiert, ob es die Grünen damals waren unter Joschka Fischer oder heute unter der rot-schwarzen Regierung sozusagen. Es ist immer wieder die gleiche Reaktion. Das Auswärtige Amt ist sehr zurückhaltend. Der einzige Schritt, der sehr bemerkenswert war, war der von der ehemaligen Bundesministerin für wirtschaftliche Entwicklung, Heidemarie Wieczorek-Zoll von der SPD. Sie hat damals im Jahr 2004 gesagt, ich setze persönlich hier sozusagen ein Zeichen, nehme an einer Zeremonie teil und entschuldige mich qua meine Person. Das war dann keine offizielle Entschuldigung des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung, war aber eine Geste, die natürlich von den Herero und Nama mit Dankbarkeit aufgenommen wurde. Und das war ihrer großen Zivilcourage geschuldet, eben so einen Schritt gegen die ganze Regierung, gegen ihre Koalitionspartner von den Grünen damals und gegen den grünen Außenminister Joschka Fischer, das zu machen. Und das hat ihr viel Kritik eingetragen in Deutschland, aber eben auch viel Anerkennung in Afrika. Sollte es eine Resolution des Bundestages zu dem Thema geben? Ich denke schon. Man sollte konsequent sein und diesem Eindruck eben entgegenwirken, dass nur Menschenrechtsverschätzungen an bestimmten Gruppen besondere Aufmerksamkeit finden. Andere Gruppen, sei es Muslime, sei es Menschen in Afrika, finden weniger Aufmerksamkeit. Ob das jetzt nun stimmt oder nicht, mag dahingestellt sein, aber allein der Eindruck ist nicht gut und sollte vermieden werden. Daher denke ich, dass das eine sehr gute Initiative, sich eben für so eine offizielle Entschuldigung einzusetzen. Aber es ist ein sehr schwieriger Schritt, wie wir jetzt auch wieder in der Diskussion erleben, wo es sehr viel Vorbehalte von Seiten der großen Parteien gibt.